Ist meine Schule besser als andere Schulen? Lerne ich hier besonders viel? Werde ich hier aufs Leben vorbereitet? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich kenne ja auch nur dieses eine Gymnasium und habe keinen Vergleich. Und außerdem habe ich da noch nie wirklich drüber nachgedacht. Ich gehe gern zur Schule, das weiß ich. Es liegt bestimmt an meiner Klasse. Und an meinen Freundinnen und Freunden. Und auch an manchen Lehrerinnen und Lehrern. An meinem Lieblingsfach liegt es natürlich auch. Da bin ich gut drin, ohne dass ich mich anstrengen muss. Die große Sporthalle ist auch toll. Sport ist für mich wie Spielen. Aber natürlich ist nicht alles perfekt. Auch wir sitzen lang auf unseren Stühlen und haben viele Bücher, die wir durcharbeiten müssen. Und auch hier gibt es Tage, an denen man nicht mehr will oder kann. Und Streit lässt sich halt auch nicht immer vermeiden. Aber erstens gehen solche Tage auch wieder vorüber. Und zweitens gibt es einmal in der Woche eine Stunde, in der man lernt, wie man überhaupt lernt. Und drittens gibt es ja die Pausen. Die sind besonders wichtig. Nicht nur wegen des Kakaos, den gerade jeder mag, sondern vor allem auch wegen des großen Schulgeländes, auf dem ich mich zwischendurch austoben kann. Wahrscheinlich ist unsere Schule doch besonders, denn es gibt hier ja drei Profilfächer: Ökonomie, Musik und MINT. Das ist in Deutschland anscheinend einmalig. Zum Fach Ökonomie gehören auch die fächerübergreifenden Projektwochen in den Klassen 7 bis 10. Jedes Jahr werden dort die großen Meilensteine der Industrialisierung praktisch erlebt. Zur Industrie 1.0 gehört zum Beispiel die Entwicklung der Dampfmaschine. Beim Weben wird zuerst der Faden gesponnen, dann von Hand in verschiedenen Techniken verwoben und zum Schluss mit Hilfe eines Webstuhls ein gemeinsamer Teppich hergestellt. Den mechanischen Webstuhl und die Anwendung der Dampfmaschine sieht man am Ende noch auf Ausflügen in Technikmuseen. Zur Industrie 2.0 gehört unter anderem der Nachbau und das Erleben einer Produktionskette. Jeder spezialisiert sich auf nur eine Aufgabe und gibt die Einzelteile auf dem Fließband weiter, wo sie von der nächsten Station ergänzt werden, bis am Ende und ziemlich schnell ganz viele Spielzeugautos hergestellt sind. Bei der Industrie 3.0 und 4.0 geht es dann viel um die Veränderungen in unserem Leben durch den Computer und später auch durch das Internet. Im Kontrast dazu steht auf jeden Fall die Musik. Aus irgendeinem Zimmer hört man eigentlich immer irgendwelche Melodien. Ständig wird halt irgendwo geprobt, verschiedene Chöre, dann die Jazz-Crew und andere Orchester. Und dann gibt's die Auftritte. Da staune ich immer, wie gut das alles am Ende klingt. Sie haben Weihnachten in der Kirche und hier sogar auf dem Dach, mitten im Winter. Musik ist einfach toll. Die Fächerkombination MINT hat ganz viele Gesichter. Mathe, Computer, Natur und Technik. Das Profil beginnt aber erst nächstes Jahr bei mir. Was ich aber von Weitem gesehen habe, war irgendwie lustig. So wie dieses Fliehkraftexperiment der Elverinnen. Am schönsten finde ich den Unterricht, bei dem ich gar nicht spüre, dass ich im Unterricht bin. Zum Beispiel gehen die 6. Klassen jedes Jahr zur Weinlese und zum Apfelsaft machen. Das ist erstens lecker und zweitens habe ich gesehen, wie viel Arbeit in so einer Flasche Apfelsaft steckt und sogar noch mehr Arbeit in einer Flasche Wein. Jetzt braucht ihr aber auch mal eine Pause, oder? So, Pause vorbei. Stopp! In der Mittagspause gibt es ja auch noch die AGs. Hier zum Beispiel die Video-AG, die Schach-AG, die Sanitäter-AG, die Fahrrad-AG, die Aquarium-AG, die Modellflug-AG. Es gibt insgesamt 20 AGs.
Meine Schwester ist in der 8. Klasse. Die darf jetzt bei den Juniorprojekten mitmachen. Dort machen sie aus Altglas Lampen und aus Stoffresten Taschen. Und all das versuchen sie, übers Internet zu verkaufen. Das finde ich in Zeiten des Klimawandels richtig gut. Nächstes Jahr darf ich dann auch in den Debattierclub. Da bekommt man nicht nur die Erlaubnis, sich zu streiten, sondern sogar den Auftrag dazu. Natürlich ohne sich zu prügeln. Stattdessen lernt man aktuelle politische Themen kennen und seine Meinung mit Worten zu verteidigen. Ich kann es ja kaum erwarten, in die Oberstufe zu kommen, damit ich endlich auch ins Lerncafé darf. Das sieht so gemütlich aus. Mein Bruder durfte in der 10. Klasse gerade ein ganz eigenes Spiel entwickeln und bauen. Dafür durften sie am Anfang überall auf dem Schulgelände ihr Spiel planen. Manche waren draußen, manche waren in den Lernateliers und eben in dem Lerncafé und so weiter. Danach haben sie ihre Ideen ganz unterschiedlich umgesetzt. Manche haben gezeichnet. Gemalt. Gefräst. gedruckt, mit dem iPad gearbeitet und sogar mit dem Computer programmiert. Und dann alles präsentiert. Sollen wir noch mal eine kurze Pause machen? Was mir an meiner Schule auch gut gefällt, ist der große Einsatz, sich mit anderen auszutauschen. Das fängt bei den jährlichen Besuchen in Frankreich und der Slowakei an, über all die Gäste, die zu uns an die Schule kommen, wie neulich zum Beispiel die Bundeswehr, die uns zum Thema Ukraine-Krieg Frage und Antwort gestanden hat, oder eben die Wirtschaftsgespräche mit Spezialisten, die Zusammenarbeit mit Firmen, für welche die Video-AG manchmal sogar Werbefilme gedreht hat, zum Beispiel hier für ein Möbelhaus. Oder eben Interviews geführt hat, wie hier bei Trumpf, wo es gleich noch eine Führung durchs Haus und einen Blick hinter die Kulissen gegeben hat. Und dann noch hier im Theaterhaus Stuttgart beim Choreografen Eric Gauthier, der uns erklärt hat, dass sogar aufs Klo gehen Tanz ist. Die Schülerinnen und Schüler in der Kursstufe gehen einmal im Jahr auf Studienfahrt. Das bedeutet nämlich, sie gehen eine Woche nach Rom, nach Kroatien, zu Fuß über die Alpen. Ich würde aber zum Segeln aufs Eiselmeer gehen. In der Kursstufe möchte ich später auch unbedingt den Seminarkurs Dokumentarfilm besuchen. Dort darf man nämlich Menschen zu ihrem Leben befragen und dabei filmen. Ich habe bei einer Präsentation die Filme aus den letzten Jahren gesehen. Dort gab es einen Film über aussterbende Berufe wie den Geigenbauer und den Sattler, die alles noch mit ihren eigenen Händen machen. Und es gab einen Film über Leistungssport, zum Beispiel professionelles Eishockey, Basketball und Handball. Ich denke, das reicht. Also, ist meine Schule jetzt eine gute Schule? Bestimmt. Besser als alle anderen Schulen? Bestimmt nicht. Aber bestimmt auf einem sehr guten Weg. Over and out.